Als Nächster am Wort ist Norbert Sieber von der Volkspartei. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Minister, Hohes Haus, ich will nicht verhehlen, dass ich mich freue, heute hier als Familiensprecher meiner Fraktion, aber dass ich mich auch freue mit den österreichischen Familien, dass diese Politik, dass diese Regierung ein derart klares Bekenntnis zu den österreichischen Familien mit ihrer Politik absetzt. Und meine geschätzte Frau Minister, ich möchte Ihnen auch gratulieren, dass Sie es in der Verhandlung auch verstanden haben, dieses Familienbudget so, wie es ist, aufzustellen. Herzliche Gratulation und danke, Frau Minister. Das Budget für das Jahr 2018 umfasst für die Familie über 7,3 Milliarden Euro genau an Sach- und Direktzahlungen an die Familien. Das sind doch immerhin 9,2% der Gesamtauszahlungen. Und dieser Betrag steigt 2019 auf 9,4% der Gesamtauszahlungen. Das heißt, es ist ein Mehr von 207 Millionen Euro, die für die Familien zur Verfügung stehen. 90 Millionen davon resultieren aus der Erhöhung der Familienbeihilfe, die wir alle gemeinsam beschlossen haben. Ich glaube ja, dass ein sehr wichtiges Signal an die österreichischen Familien ist. Aber das Leuchtturmprojekt schlechthin dieser Regierung ist natürlich der Familienbonus Plus. Unglaubliche 1,5 Milliarden Euro stehen hier für 950.000 Familien und 1,6 Millionen Kinder zur Verfügung. Man kann also sagen, dass hier auch für die niedrigsten Einkommen, diejenigen, die keine Lohn- und Einkommensteuer bezahlen, auch noch gedacht wurde, dass hier 250 Euro bereitgestellt wurden. Ich glaube, auch hier bezeigen wir, dass wir sozial denken. Und ich verstehe, meine Damen und Herren, von der Opposition, gerade von der Sozialdemokratie, dass sie dieses Projekt natürlich nicht so stehen lassen können, dass sie alles unternehmen müssen, um das schlecht zu reden. Nur es wird Ihnen nicht gelingen, auch nicht mit Inseraten, so wie hier in einer Vorarlberger Tageszeitung geschaltet vom Obmann der Fraktion Sozialistische Gewerkschafter, der hier behauptet hat, um den künftigen Kinderabsatzbetrag von 1.500 Euro pro Kind auszuschöpfen, ist ein Bruttoverdienst von 2.300 Euro pro Monat notwendig. Ihr Klubobmann würde sagen, das ist ein Vollholler. Richtig ist natürlich, dass man mit 1.750 Euro bereits diesen Kinderbonus von 1.500 Euro abholen kann, dass mit 2.300 Euro für zwei Kinder der Familienbonus geholt werden kann, also 3.000 Euro an Steuergutschrift abgeholt werden kann. Das ist die Richtigkeit und mit solchen Mitteln arbeiten Sie. Und hier kann man auch dazu sagen, Sie nehmen es mit der Wahrheit nicht so genau. Sie reden immer vom Körpergeld für unseren Kanzler und Vizekanzler. 51 Millionen Körpergeld wird hier immer aufgehalten. Vergessen dabei aber dazu zu sagen, dass Ihr Kanzler, Ihr ehemaliger, unser jetziger Klubobmann, 55 Millionen budgetiert hat und dazu sind noch 3,5 Millionen an Inseratenkosten gekommen, die der Herr Kern bekommen hat und dann das dazu noch, ohne dass er einen Ratsvorsitz in dieser Zeit gehabt hat. Also hören Sie auf mit dieser Mehr vom Körpergeld, es gelingt Ihnen kein Mensch ab. Familienpolitisch wichtig ist aber auch, dass diese Regierung Schluss macht mit der Schuldenpolitik. Denn 33.000 Euro Schuldenrucksack vom Kleinkind bis zum Greis sind einfach zu viel. Und ich bin froh, dass diese Regierung sich aufmacht, diesen Rucksack auch entsprechend leichter zu machen. Und hier möchte ich es eigentlich damit auch wieder belassen, denn das Licht blinkt schon. Und möchte enden, indem ich Ihrer Kollegin Frau Dutschtar vollkommen recht gebe, wenn sie gestern gesagt hat, diese Regierung spart im System und nicht bei den Menschen. Wie wahr? Sagt Norbert Sieber von der ÖVP. Er kann die Kritik der Opposition am angeblichen Körpergeld für Kanzler und Vizekanzler nicht nachvollziehen.